großes Pickup, dass ihr auch alle hier erschienen seid. Wir haben ja jetzt einen Haufen Redner, oder einen Haufen, wir haben jetzt ein paar Redner gehört. Und da ging es um andere Staaten, die Cannabis bereits legalisiert haben. Da ging es um die Legalisierungsaussichten hier in Deutschland. Und da ging es darum, dass wir das doch gefälligst so, oder dass wir das doch bitteschön auch so machen sollten wie zum Beispiel Kanada oder zum Beispiel Uruguay oder zum Beispiel einzelne Bundesstaaten in den USA. Jetzt gucken wir uns das mal ganz genau an. Wie haben die denn drüben legalisiert? Ja? Also in Uruguay war 2013. Das war eine Legalisierung, die war eigentlich überraschend. Das war damals von dem damaligen Präsidenten eigentlich ein Alleingang. Der hatte da ein Herz für. Und es war auch gegen den Willen der Bevölkerung in Uruguay. Das sollte man nie vergessen. Ja, in Uruguay gab es keine Mehrheit für eine Cannabis-Legalisierung. Das Ende vom Lied, in Uruguay, das System funktioniert nicht. Ja, das ist ganz einfach. Das Einzige, was in Uruguay funktioniert, ist das System der Cannabis-Social-Clubs. Es kommen in Uruguay immer noch über 60% des Cannabises aus Paraguay. Das heißt, wird über den Schwarzmarkt gehandelt. Und es sollte über Apotheken verkauft werden, ähnlich wie ich das hier von der SPD schon öfter gehört habe. Und die Apotheker haben da gar keinen Bock drauf in Uruguay. Es gibt, glaube ich, mittlerweile in ganz Uruguay nur 11 Apotheken, die Cannabis verkaufen. Und und wer kiffen will, der muss eigentlich Mitglied im Cannabis Social Club werden. Das funktioniert da ganz gut. Und hat aber auch dazu geführt, dass die Cannabis Social Clubs dort eigentlich viel kommerzieller sind, als dass der ursprüngliche Gedanke eines Cannabis Social Clubs geplant hat. Dann schauen wir mal nach Kanada. Wie wurde dort legalisiert? In Kanada hat der derzeitige Premierminister Justin Trudeau gesagt, bei der letzten Wahl, das ist eine der Themen oder der Top 3 Themen, die er innerhalb des ersten Jahres seiner Regierungszeit durchsetzen wird. Dann haben sich in Kanada Leute hingesetzt und haben, nachdem der Trudeau gewählt wurde, haben dann Leute von NGOs, Leute aus dem Gesundheitsministerium und ganz viele Fachleute aus, sage ich mal, allen Kreisen der Gesellschaft, auch aus Legalisierungskreisen, haben ein umfassendes Regelwerk ausgearbeitet, was auch den Anbau zu Hause natürlich mit beinhaltet, und haben das dann als Gesetz umgesetzt. In Kanada das System funktioniert, was den Jugendschutz betrifft und was die Verteilung betrifft, eigentlich super gut. Das Einzige, die Firmen sind mit den Umsätzen noch nicht so zufrieden. Ja, das klappt halt noch nicht so. Aber ansonsten funktioniert das in Kanada super gut. Dann schauen wir uns in den USA die einzelnen Bundesstaaten an. Auch da wurde Cannabis, ich sage es mal, von unten legalisiert. Ja, ähnlich wie in Kanada über eine Mehrheit, über ein basisdemokratisches, sage ich mal, Umsetzungsverfahren wurde Cannabis legalisiert. In den einzelnen Bundesstaaten der USA ist es ähnlich. Da gibt es halt nur das Problem, dass es nicht auf Bundesebene legal werden kann. Und deshalb haben wir das hier alle nicht so mitgekriegt. In den USA ist es sogar so basisdemokratisch, dass es nirgendwo vom Parlament entschieden wurde, sondern es wurde per Volksabstimmung, per Volksentscheid entschieden. Und die Politik musste lernen, mit diesem Volksentscheid umzugehen. Deswegen, da gab es auch in den politischen Kreisen oft sehr wenig Fachleute, die diese Gesetze umsetzen konnten. Deswegen hatten Cannabis-NGOs in den einzelnen Bundesstaaten der USA noch viel mehr Gewicht bei der Umsetzung. Das Zweite war, dass in Kanada und in den USA die 420-Bewegung sich auch nicht hat spalten lassen in Patienten und Nichtpatienten. Das begegnet mir aber in Deutschland immer wieder. Ja, dass besonders Vertreter der, ich sage mal, neuen Branche sich mit der Legalisierung gar nicht beschäftigen wollen. Die wollen sich damit gar nicht befassen. Was uns hier bevorsteht, ist auf jeden Fall eine Legalisierung. Der Drops ist gelutscht. Und ich denke, ob das jetzt noch 5 Jahre, 10 Jahre oder 15 Jahre dauert, ist eine Frage der politischen Konstellation, ist eine Frage der Entwicklung der CDU. Auf lange Sicht, wenn wir das unseren Enkeln und Urenkeln erzählen oder wenn die darüber diskutieren,
wird das heißen, so in den um 2015 hat sich das liberalisiert und irgendwann 15, 20 oder 25 später wurde legalisiert. Das ist für mich eigentlich das Reden um heißen Brei. Für mich ist ganz wichtig, dass auch bei uns von unten legalisiert wird. Weil wenn von oben legalisiert wird, können ganz komische Konstellationen dabei rauskommen. So wie, dass der Eigenanbau nicht berücksichtigt wird. Da gibt es jetzt schon Entwicklungen, die mir da ein bisschen Sorge machen. Ja? Beispiel, das Cannabis-Kontrollgesetz der Grünen ist, was den Eigenanbau betrifft, wenn man sich das mal ganz genau zu Gemüte führt, doch relativ widersprüchlich. Ja? Das ist das einzige Gesetzeswerk, was bisher halbwegs ordentlich ausgearbeitet wurde. Dann sehe ich, die Apothekenverbände in Deutschland haben sich schon bereit erklärt, im Rahmen eines Cannabis-Modellversuchs Recreational Cannabis zu verkaufen. Haben sie letztes Jahr eine Pressemitteilung rausgegeben. Dann sehe ich, dass die SPD, wenn sie mit sich spielen lässt, da ist sie ja anscheinend bereit zu gerade, auch das Apothekenmodell favorisiert. Vom Eigenanbau reden bei uns eigentlich sehr wenige. Dann sehe ich, dass die kanadischen Produzenten hier massiv auf den Markt drängen. Das sind die gleichen Produzenten, die in Kanada mittlerweile auch Cannabis zum Freizeitkonsum verkaufen. Also unser BFAB dealt mit Dealer. Ist ja auch okay. Ja, keine Frage. Aber man muss nicht so tun, als hätten diese Firmen, so es dann in Kanada legal ist, geworden ist, auf einmal was gegen legales Recreational Cannabis zum Freizeitkonsum. Nein, auch da mischen diese medizinischen Firmen fleißig mit. Und natürlich ist es auch so, dass die gleichen Firmen auch hier an der Legalisierung interessiert sind, aber halt nicht offiziell, solange es gegen politische Mehrheiten ist. Ja? Deswegen engagieren sich diese Firmen hier momentan überhaupt nicht für die Legalisierung, obwohl es die ersten Profiteure sein werden. Und es deuten dann viele Zeichen darauf hin, dass wir, wenn bei uns legalisiert wird, dass den Konsumentinnen und den Konsumenten und auch den Aktivistinnen und den Aktivisten eine Legalisierung von oben vorgesetzt wird. Und deswegen bin ich eigentlich heute hier. Das ist für mich eine relativ langfristige Entwicklung. Und ich sehe überhaupt nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass Cannabis in den nächsten 20 Jahren legalisiert wird. Für mich persönlich, ja, die meisten wissen das, ich bin sogar Patient, ich habe da deswegen auch keine rechtlichen Probleme. Aber selbst wenn ich kein Patient wäre, ich bin Berliner, und das ist bei uns egal, ob das legal oder illegal ist, das interessiert im Alltag nicht besonders, hat mich da noch nie interessiert, groß, ja, was meinen eigenen Konsum betrifft. Deswegen für mich persönlich hätte die Legalisierung jetzt gar nicht so große Auswirkungen. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass wir weiterhin dabei bleiben und uns sehr bewusst sind dessen, dass die Legalisierung halt auch die Leute, die seit 20, 30 Jahren dafür kämpfen und auch die seit 20, 30, 40 Jahren dafür in den Knast gehen, bestraft werden, auf der Straße auseinandergenommen werden, in Rüttling machen würden und so, dass die davon auch profitieren können. Ja? Wie es derzeit nämlich aussieht, können nicht wie in den USA oder Kanada kleine Grower ihr Geschäft legalisieren und sich dann peu à peu ein großes Geschäft aufbauen. Ja? Das ist ja auch eine schöne Seite der Legalisierung, ja? Dass die Cannabis-Szene dann endlich legal Geld verdienen darf. Und da sehe ich, dass das nicht, da denkt überhaupt gar keiner dran. Das ist momentan, wenn es um Legalisierung geht, geht es immer nur um die Legalisierung von oben. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir da ganz dolle die Augen aufhalten müssen. Und jedes Mal, wenn jemand ankündigt, bei Cannabis etwas zu ändern, pro Cannabis ein Gesetz oder eine Gesetzesinitiative für die Legalisierung von Cannabis vorstellt oder einreicht, immer aufpassen müssen, dass die Konsumentinnen, die Grower und die Leute, die sich jahrelang den Arsch dafür aufgerissen haben, nicht das Heft aus der Hand geben, wenn es dann irgendwann mal ums wirklich große Geld geht, sondern dass sie zumindest die Möglichkeit haben, wenn sie das Spiel mitspielen möchten, dann auch mit zu verdienen. Ich habe jetzt leider 3 Uhr, weil ich muss um 16.20 Uhr natürlich hier, ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Da ist zwar mein Gesicht drauf, aber das ist Marxbon. Deswegen muss ich mich da hinten anstellen. Und es ist ja leider so, wir Patienten dürfen ja nicht untereinander weitergeben. Das ist ein totaler Witz, oder? Ja, das ist wirklich, wir dürfen nicht. Marc hat ein Rezept, ich darf ein Rezept. Aber er darf mir das jetzt nicht zum Ziehen in die Hand geben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 1. 420, happy 420, Zündung. Super. Und ich muss noch sagen, vielen Dank für alles, dass ihr alle mitzündet. Und wir haben doch schon einiges erreicht, weil gerade die Älteren unter uns, die wissen doch sicher, vor 20 Jahren hätte das noch anders geendet hier. Ja, so eine Veranstaltung hätte vor 20 Jahren sicher noch anders geendet, wo, was weiß ich, 100 oder 150 Leute auf einmal dicke Joints rauchen. Ja? Das ging irgendwann mal in den 70ern und dann haben so in den 80ern, 90ern haben die Polizei dann auch jedwede Versuche vom sogenannten Smoke-Ins unterbunden, selbst bei uns in Berlin. Und da finde ich, da haben wir doch in den letzten Jahren schon wieder ein bisschen erreicht, dass die Stimmung da ein bisschen liberaler ist, weil immerhin können wir hier um 420 zünden, ohne dass wir belästigt werden, oder?